Christian hat eine Überraschung für Sophia. Sie geht etwas bummeln. In der Zeit verlegt Christian die Dachterrasse mit Bambusfliesen. Was wird benötigt? Terrassenlager höhenverstellbar. Auf die Terrassenlager wird ein Adapter geklickt. Dieser regelt den Fugenabstand. Damit auch im unregelmäßigen Verband mit wechselnden Fugen verlegt werden kann, lassen sich die Abstandshalter abkneifen. Der Fuß kann für die Wandrandlage oder Ecken an den vorgesehenen Sollbruchstellen mit einem Cuttermesser eingeschlitzt und anschließend in Form gebracht werden. Am Rand werden keine Abstandshalter für die Fuge benötigt. Nachdem alle Terrassenlager auf der Fläche verteilt sind, können die Mega-Deckplatten schon aufgelegt werden. Eine zusätzliche Verschraubung ist nicht notwendig, wenn der Bereich, wie im Film zu sehen, geschlossen ist. Mit einer Wasserwaage wird kontrolliert, dass etwas Gefälle entsteht, damit Regen oder sonstige Nässe gut ablaufen kann. Die Terrassenlager sind höhenverstellbar, um Höhenunterschiede im Untergrund auszugleichen. Jedes Terrassenlager muss auf einem festen und stabilen Untergrund aufgestellt werden, zum Beispiel einer kleinen Gehwegplatte oder einem Konstruktionsholzbalken. Alternativ können Megadeckfliesen auch auf EPM-Gummipads verlegt werden. Auch hier können Höhenunterschiede einfach ausgeglichen werden. Das Fugenbild lässt sich einfach mit einem Cuttermesser verändern. Egal, ob die Verlegung mit Terrassenlager oder mit EPM-Pads erfolgt, immer darauf achten, dass ausreichend Gefälle vorhanden ist, damit Wasser ablaufen kann. Endstücke oder Anfangsplatten können auf Maß gesägt werden. Die Gesamtaufbauhöhe kann bei Bedarf nur 5 cm inklusive Unterkonstruktion betragen. Dies macht Megadeck besonders interessant für Dachterrassen und urbane Balkonsituationen. Beachten Sie zusätzlich bei der Verlegung der Megadeckfliese die jeweils aktuelle Montageanleitung.